Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Superschurken-Tycoon. Wir befinden uns auf einer Insel, wie das ja immer so schön ist bei Superschurken. Wir müssen hier unsere geheime Base bauen. Ihr seht schon, Dr. Evil, unser Nachbar, hat da schon gut was gebaut. Ist auf jeden Fall wieder ein komplett abhängiger anscheinend. Wir legen los. Wir bauen zuerst unsere House-Foundation. Das gab's für 0 Dollar. Das ist ja ein Schnabber. Der hätte beim Villa-Tycoon direkt mal eine halbe Million gekostet. Wir haben 55.000 als Startgeld auf dem Tacho. Können aber hier jetzt auch... Doch, wir können das kaufen. Einen Collector. Genau, dann kaufen wir den mal. Aha, Money Printer. Okay, wir drucken Geld. Gelddrucker. Und noch ein Gelddrucker. Jetzt haben wir schon mal die komplette Reihe fertig. Die kann ich irgendwie nicht kaufen. Die sind aber auch gelb. Was bedeutet gelb, Leute? Aber wahrscheinlich, dass ich sie nicht kaufen kann. Aber ich habe doch für... Aha! Da kam eine Fehlermeldung. Verstanden. Ich würde mich ja erstmal gerne aufs Geld verdienen konzentrieren. Aber ich glaube, das war es an der Stelle jetzt hier schon. Dann kaufen wir mal... Gott, das ist ja alles sehr günstig. Ich liebe den Super Jong-Tai gut. Okay, hier draußen eine Palme. Jetzt kaufen wir hier eine Glasfront. Das war nochmal die Fehlermeldung. Ich bin nochmal auf dieses Stubble-Feld gelaufen. Sehr schön. Jetzt kaufen wir hier Zaun. Nochmal Zaun. Okay. Jetzt kaufen wir hier Licht, ein paar LEDs. Aha, nochmal Licht und nochmal Licht. Und wir haben immer noch 40.000 übrig. Und wir haben schon wieder 2.000 verdient. Ich verdiene ja gerade mehr Geld, als ich ausgeben kann. Aber das wird noch teuer, Leute. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind sowas von noch am Anfang. Kann ich das hier irgendwie sehen, wie viel Prozent wir haben? Nee, hier? Nee, kann man, denke ich, nicht sehen. Okay, gut, aber egal. Wir kaufen erstmal so viel, wie wir können und schauen weiter. Hier geht es auf jeden Fall schon mal hoch in die nächste Etage. Ja, da sind die Sachen auch schon teurer. Ein Pool für 1200. Das bringt uns dann auch schon langsam an die Grenze, denke ich. Es gibt einen Vulkan. Warte mal. Was hat es mit dem Vulkan? Da fliegt einer. Da fliegen mehrere. Okay, es gibt auf jeden Fall einen Vulkan. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist auf jeden Fall keine normale Insel, weil das sind die normalen Inseln. Auch wenn irgendwie keine Sau auf seiner Insel ist, außer ich. Die haben sich alle schon Jetpacks und so gekauft und sind abgezischt. Anscheinend kann man vielleicht bei dem Vulkan, kriegt man vielleicht einen Bonus, weil da ist auch was. Guck mal, seht ihr das? Da seht ihr diesen Punkt oben, da ist was. Also ich sehe das. Da müssen wir ran, Leute. Aber wir müssen uns erstmal, wartet mal, wir gehen da sofort hin. Das müssen wir mal warten, wir können uns doch hier das alles schon kaufen. Ein Jetpack, zack. Eine SMG, zack. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Abfahrt. Da können wir auch direkt Geld verdienen in der Zwischenzeit. Wir können direkt alles durchkaufen. So stelle ich mir das doch. Was ist denn da passiert? Eine Luxusjacht. Das sieht ja komplett krank aus. Superjacht. Helipad. 1000 Robux. Boah, weiß ich nicht. Das ist aber ein bisschen teuer, ey. Aber jetzt geben wir hier schon echt eine Menge aus, ne? Jetski, 0 Dollar. Da sehe ich mich doch. Mann, die Verlockung ist ja schon groß, ne? Das Ding sieht ja brandgefährlich aus. Ah, nee, never mind. Ich kaufe das mit Geld. Haha, ich bin ein Sparfuchs. 2,5 Millionen. Da sehe ich mich. Jetzt ist da das nächste aufgetaucht. Tisch. Warum auch immer jetzt hier plötzlich ein Tisch herkommt. Da ist was. Die sind da auch alle. Das ist doch in der... Gibt es Luftbasen? Kann das sein? Ist da nicht noch... Ist da nicht nochmal, dass die in der Luft sind? Wäre vielleicht besser, dass wenn wir uns angeschlichen hätten, oder? Wäre vielleicht etwas klüger gewesen. Die haben ja bestimmt auch schon Rüstung. Ganz bestimmt. Ich meine, das sind ja Superschurken. Alles so. Die haben mit Sicherheit sich schon Rüstung gekauft. Boah, wenn ich nicht so langsam latschen würde. Ein Airdrop ist in der Mitte der Map gespawnt. Da bin ich. Owner. Okay, du kannst den Vulkan einnehmen. Den gehört mir gehört der Vulkan. Jetzt nicht in die Lava fallen, Benson. Kein Fail mache. 4000 Bonus in 2 Minuten. Das ist schon lecker. 4000 in 2 Minuten. Da ist der Drop, Leute. Da ist er. Wie viel waren es? 4000 in 2 Minuten, oder? Aber das lohnt sich halt eigentlich ja nicht. Wir müssen mal gucken, wie viel ich wirklich bekomme, weil ich habe Double Money. Wir müssen wissen, ob das darauf auch angewandt wird. Also wir haben 15.000, merken wir uns. Bin ich mit dem Jetpack schneller, sag mal? Oh ja, auf Safe bin ich schneller. Nein, ich bin in die Lava gefallen. Ich Idiot! Ach, was soll ich euch erzählen? Das Money Pack hätte sich eh nicht gelohnt. Da waren nur 100 Dollar drin. Vertraut mir, ich weiß es doch. 4000, ja. Ach, ich muss das hier abholen wahrscheinlich. Hoffe ich jedenfalls, weil ansonsten habe ich es nicht bekommen. Ach doch, ich habe es bekommen. Ich hatte 15. Ja, ich kriege genau... Hä, ich habe aber nur 3000 bekommen. Stuhl, Tisch, Main Floor. Ist ja wahrscheinlich mal eine kluge Sache. Wasser, Wall, Dekoration. Hier muss es doch noch eine Möglichkeit geben, Cash zu machen. Das kann es doch nicht gewesen sein.
Wobei, die Sachen sind ja alle so günstig, diese 200-300er Sachen, die können wir ja alle problemlos kaufen. Wenn das konsequent ist, muss das ja eigentlich genau hier sein. Genau. Weiß ich jetzt nicht, Kollege. Ich hätte lieber Abstand. Ich hole lieber meine SMG. Das ist ein super Schurken, ne? Den kann man nicht vertrauen. Ich sag's euch, wie ist es? Ich sehe ihn nicht. Bin ein bisschen gespannt gerade. Wo ist er? Er ist weg. Hä? Wo ist er hin? Das ist kein gutes Zeichen, Leute. Aber das ist ein gutes. Nee, nicht. Mann, ich würde doch nur Geld kaufen. Hallo. Der schießt direkt, ne? Der Sack. Aber nicht mit Sniper Rifle Benson. Der hatte sogar eine Schutzweste. Nibor. Du gehst auch direkt weg, Kollege Schnürschuh. Ah, du hast keine Waffe. Hat er eine Waffe? Der holt jetzt gleich eine Waffe raus und schießt mich ab, Alter. Ich sag's euch. Ja, ja, ich mach nicht, Kollege. Chill. Junge, du wärst eh schon tot, wenn ich's gewollt hätte. Hallo, brauchst du nicht wegrennen. Sag mal, wir haben dem... Kann es sein, dass uns der Vulkan sofort wieder abgenommen wurde? Weil ich habe da auch nie wieder Geld bekommen. Was kommt da denn geflogen? Der hat sich da angepirscht. Hat gehofft, dass ich ihn nicht sehe. Aber ich habe ihn gesehen. Wo ist er hin? Da. Hä? Junge, man ist so schnell mit diesem Jetpack. Es ist unmöglich, den in den Augen zu behalten. Wir kaufen erstmal weiter und reagieren, wenn er Stress machen sollte. Solange der wie ein Verrückter da rumfliegt, ist ja kein Problem. 5000, ey. Das Spiel gefällt mir. Man kann nonstop kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Man muss sich keine Gedanken machen. Also außer jetzt. Jetzt ist mein Geld alle. Aber ich habe auch sehr viel gekauft. Mein Gott, wir sind fast mit der zweiten Etage fertig. Aber das wird ja so ein richtiger Tower. Aber die untere Etage ist auch ein bisschen trostlos, muss ich mal sagen. Ne? Da ist ja gefühlt nichts. Das ist ja Bunker. Man ist vielleicht auch nicht so doof als Bösewicht, aber ich sag ja bloß. Was ist das, Leute? Hier eine Küche. Da ist auf jeden Fall eine Küche, weil das ist ein Kühlschrank. Ein doppelseitiger Kühlschrank, da muss uns aber gut gehen. Da haben wir eine Menge Geld verdient anscheinend. Wie teuer war denn diese Küche? 30.000? Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet. So schnell kann es gehen, Leute, Armut. Ja, jetzt sind wir pleite, ne? Was macht man jetzt? Lass mal umgucken. Da muss doch noch mehr gehen. Was ist denn das hier zum Beispiel? Ah, das ist wieder nur so Deko. Ist natürlich schön, Weg zum Strand und so. Würde ich mich ja jetzt auch nicht beschweren. Aber der, also erstens mal fehlt hier ein Element. Und zweitens mal bringt es auch kein Geld. Wir laufen hier so durch, ey. Kaufen hier so die Etage durch. Zack, zack, zack. So schnell geht das. 40.000 haben wir noch. Bumm. Wir machen mal die Tür zu. Der keine ungeladene... Ja, okay, wir haben keine obere Etage, aber da wird ja keine ungeladene Gäste reinkommen. Kaufen hier Glas, Glas, Gym, Glas. Gym? Da sehe ich mich. Bisschen Muskeln, Leute. Bisschen aufpumpen. Oh, also ein schickes Zeichen haben wir schon mal. Also ich dachte, das war's schon. Laufband? Aha. Kurzhantel? Langhantelbank? Ja. Das müssten... Also, cool, das ist Stange 15. 35 Kilo sein vielleicht, ne? Ein Balkon. Können wir uns auch mal kaufen. Wenn man den für 2500 in Wirklichkeit kriegen würde. Das wär's ja. Wir sind... nee, da haben wir noch... Ich will hier rein, ne? Notfall only. Was ist das? Nee, das verbraucht jetzt noch mein ganzes Geld. Jetzt poppen hier noch so Aquarium, Fischis. Das poppt jetzt hier alles noch so auf. Stühle für 1500. Das ist einfach so teuer wie der Balkon. Hier, ein paar Gläser oder was? Oh Mann, ey. Hier, wie teuer. Hallo. Ich würde in die obere Etage jetzt mal. Heimer, Julixheimer. Na, wenigstens bleibt es in der Familie, sag ich mal, ne? Er ist Kevin Heimer, es sind zwei Heimer. Junge, er gibt sich einfach. Also er hat geleckt, aber es sah so aus. So, jetzt haben wir die nächste Etage. Kann man hier irgendwie Geld verdienen? Sieht tatsächlich nicht danach aus. Mein Herz ist gebrochen. Mann, Leute, ich bin doch auf einer Geheim-Schurkeninsel. Jetzt bin ich hier auf einer Turi-Insel. Hier sind gerade drei Leute. Junge, Julixheimer, wieso schießt du auf mich, du Verräter? Leg dich nicht mit dem Superschurken Benson an. Ja, die schießen da nämlich zurück, ne? Oh, Bumi Karamba. Nee, der kommt mit einem HP weg. Ne? Ich hol den, keine Sorge. Nein, Mann, das wäre so ein geiler Sniper-Rifle-Hit gewesen. Egal, wir haben 89.000. Ich würde eigentlich gerne mal 100.000 haben, ne? Lass mal kurz... Na, nee, dauert mir zu lange. Ich will lieber das Geld ausgeben. Wir müssen auch investieren in unsere Villa. Damit das hier mal ein geschlossener Komplex wird. Damit wir auch mal ein Dach haben. Damit die Leute hier nicht immer so uns auf die Füße treten können. Ne? Tür zu. Das können wir ja komplett durchlaufen. Wir können ja quasi 60 Dinger kaufen, circa. 50, 60. Balkon ist fertig, ne? Mit Fernglas kann man Sterne beobachten. Oder auch die anderen Schurkennachbarn wahlweise, wenn man Bock hat. Zack, zack, Windows, fertig. Windows. Ich weiß mal Windows gekauft, Leute, von Bill Gates, von Schnäppchen. Gunwall. Oha, ja, 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 hier wird es sehr interessant. Cyberschwert, und jetzt habe ich eine Rüstung, die ist auch sehr geil. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich habe kein Dach. Ich habe in meiner Sicherheitszentrale kein Dach.
Revolver? Und jetzt habe ich stärkere Waffen hier. Oh, die ist auf jeden Fall stärker. Man fliegt wirklich 700 km/h mit diesem Jetpack. Das ist so Quatsch. Oh, ein Safe. Guckt mal. Kann ich mal nicht vorhandenes Geld reinpacken, weil ich eh sofort alles ausgebe. Ein Teppich. Wer für 1000 Euro einen Teppich hier kauft, der wirklich nur so am Rand in der Ecke liegt, der wird auch kein Geld haben, um das in den Safe zu packen. So wie steht da auf jeden Fall mal das. So, Pflanzen, ja. Hat der sich mein Laserschwert geholt? Die holen sich meine Waffen, das ist ja eine Frechheit. Julixheimer weiß nicht, dass ich weiß, dass sie da ist. Die können mir sowieso nichts mehr. Ich habe eine Schusssicher... Man, die sind hier schon wieder alle da. Bitte, hast du offen... Hast du... Warte, du... Checkt er, dass ich hinter ihm bin? Der hat geschossen, oder? Oder hat der geschossen? Der hat auf jeden Fall eine Waffe draußen. Das ist schon verdächtig, sag ich mal. Oh, ein Dach. Danke, meine Güte, ich habe ein Dach. So, das sollten wir doch... Kann ich... Die Frage ist, kann ich hier durchgehen oder bin ich dann tot? Sniper? Er kämpft in der Ecke. Lacker. Oh. Das ist arschschwer, mit der Sniper zu treffen. Aber die ist bestimmt One-Hit, oder? Der gibt mir ein gutes Duell. Okay, wir nehmen die Minigun. Die ist, glaube ich, etwas praktischer. Oh, ist die unfair. Ich habe verloren. Kevin Heimer ist der beste Spieler aller Zeiten. Leute, das wird auf jeden Fall rausgeschnitten. Wir bauen in der nächsten Episode unsere Schurkenbase fertig. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall eine sehr positive Bewertung da. Wenn ihr einen zweiten Part sehen möchtet, würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal kostenlos. Klickt jetzt auf das Video, um zum nächsten Teil zu kommen. Plus, checkt auf jeden Fall die Links in der Videobeschreibung ab zum Banks und die Hexen der Badaquampa Roman. Wir sehen uns morgen und dran, euer Benson. Ciao.